ist also Grace getroffen. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Ich brauche etwas Hilfe. Du hast Grace geholfen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Die dreckige Stadtluft fehlt mir überhaupt nicht. Das kommt alles in Ordnung. Was war das? Joseph weiß, was wir zu haben, wenn das Beste ist. Bleibt immer wachsam. Sie werden uns nicht töten. Wir werden diesen Leuten den wahren Weg nach ihnen. Keine Ahnung, warum die noch leben. Wenn Joseph mit ihnen spricht, werden sie es endlich verstehen. Ich will hier meine Arbeit machen. Ich hab mir fast in die Hook. Es wird Zeit, sich umzuschauen. Kinder dachten, sie könnten weglaufen. Tja, falsch gedacht. Konzentriert euch auf eure Fehler. Ich sollte da draußen. Seelenernten ist schmutzige Arbeit.
Womit habe ich das verdient? So wie ich es tat. Hey, hilf mir mal hier drüben. Dann hast du was Gutes. Steck meinen Arsch! Ich will hier nicht sterben. Dieser Tag ist nicht das letzte. Du musst mir helfen. Die sind total verrückt. Danke für die Hilfe. Wir müssen weiterkämpfen. Reiß dich zusammen. Wir packen das. Wir sitzen alle im selben Boot. Da fühlt man sich richtig lebendig. Ich sterb nicht.
Dem Vater sei Dank für diese Ernte. Ist jemand da draußen? Köter!
It's my automatic response. Mach dich bereit, ich töte dich ganz langsam! Bombe unterwegs! Frieden, wir werden angegriffen! Wir sind schon hier gelandet. Wenn du mich hier lässt... Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Dieser Tag ist echt das Letzte. Sieht aus, als würden sie noch mehr Gefangene ins Fang-Zentrum bringen. Diese kranken Schweine machen mit ihnen die Judges scharf. Also los, ich will verdammt sein, wenn ich das zulasse. Viel Glück, Deputy.